In diesem Video zeige ich, wie man die Software BlueJay und die Bibliothek SAS auf einem Windows-Computer installieren kann. Dazu werden wir zwei Dateien benötigen. Einmal die Installationsdatei von BlueJay. BlueJay ist eine Programmierumgebung für Java, die sich an Programmiereinsteigerinnen und Einsteiger richtet. Und die zweite Sache ist eine Bibliothek namens SAS von Klaus Dingemann. SAS steht für Shapes and Sprites und es ist eine 2D-Grafikbibliothek, mit der wir relativ einfach, wie der Name schon sagt, Formen und Sprites ist ein Begriff aus der Computergrafik. Dabei handelt es sich um Grafikobjekte, die man verschieben kann, womit wir das Ganze erstellen können und mit relativ wenig Mathekenntnissen ziemlich anspruchsvolle 2D-Welten erschaffen können. Die offizielle BlueJay-Seite sieht mittlerweile so aus, ziemlich übersichtlich. Was wir brauchen, ist eine Installationsdatei für Windows. Hier haben wir eine Version für 64-Bit-Maschinen. Das trifft auf heutzutage nahezu alle Computer. Wenn man etwas hat, was älter als 10 Jahre ist, hat man unter Umständen eine Maschine mit einem 32-Bit-Prozessor. Aber auch dafür bekommen wir hier in diesem Bereich eine ältere BlueJay-Version, die unter 32-Bit-Betriebssystem noch funktioniert. So, man lädt die Sache herunter, indem man hier draufklickt. Das mache ich hier nicht nochmal, das habe ich gerade gemacht. Die Installationsdatei ist etwa 240 MB groß. SAS finden wir wiederum hier. Momentan befindet sich SAS zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Version 5.8. Man kann sich hier in dem Download-Bereich herunterladen. Da gibt es aber zumindest bei mir eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei anderen der Fall ist. Wenn ich hier draufklicke, möchte mein Browser das nicht herunterladen, weil das Ganze momentan unverschlüsselt abläuft. Man kann die verschlüsselte Version aber bekommen, indem man hier rechts draufklickt, Link kopieren, neuen Tab und einfügen. So, und wenn man jetzt hier HTTP zu HTTPS ergänzt, bekommt man auch den verschlüsselten Download und zumindest der Browser meckert an dieser Stelle nicht und alles sollte soweit sicher heruntergeladen worden sein. Als erstes installieren wir BlueJay, also Doppelklick auf die BlueJay-Installationsdatei. So, dann kann man sich durchklicken und sich entscheiden, ob die Installation nur für den aktuellen User da sein soll oder für alle, die den Computer benutzen. Ich möchte das nur für mich haben. Auch das erlaube ich, dass die BlueJay-Dateien automatisch von BlueJay geöffnet werden, dass ein Icon auf den Desktop in dem Startmenü bzw. auf den Desktop abgelegt wird und der Ort, wo es installiert werden soll, das, was hier vorgegeben ist, finde ich auch in Ordnung. Jetzt wird es installiert und das werde ich dann im Videoschnitt gleich überspringen. Okay, die Installation scheint erfolgreich zu sein. Wir können jetzt auf Finish klicken und über den Icon BlueJay auf den Desktop das Programm starten. Nun wollen wir die SAS-Bibliothek einbinden, hinzufügen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige die, die ich jetzt als eleganter empfinde. Wir gehen dann auf Werkzeuge, Einstellungen und dann gibt es hier einen Tab namens Bibliotheken. Entweder könnte man das jetzt hier einfach über Datei hinzufügen erledigen. Das Problem wäre nur, dass wenn man die Datei verschiebt aus Versehen oder ähnliches, dann funktioniert das Ganze nicht. Sicherer finde ich das, die Datei in diesen Ordner abzulegen, also auf der Festplatte C, Program Files. Windows wird in der deutschen Version das dann in Programme übersetzen. BlueJay, Lib und UserLib. Also dorthin müssen wir gehen. Also hier im neuen Fenster. Datenträger C, Programme, BlueJay, Lib
Und userlib dorthin kopieren wir einfach SAS, fortsetzen. Nun ist es da. So, jetzt müssen wir BlueJay neu starten, damit die Datei auch erkannt wird. Also Werkzeuge, Einstellungen, Bibliotheken. So, nun ist BlueJay da.